So Leute, grüßt euch. Wir sind wieder in Bielefeld, bei HB Bielefeld, speziell bei AHA Design, beim Alex. Und wir checken jetzt erstmal die Karre ab. Wir haben richtig Bock, wir sind heiß, uns die Roadlight von Sven reinzuziehen und einfach mal gucken, wie er so reagiert, gucken, wie er das Ganze findet. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ihr könnt auf jeden Fall das Bike euch auch anschauen auf der Custom Bike in Bad Salzuflen am How Dirty Stand. Okay, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich bin euch hier unten mal ein, wo das sein wird, welche Halle, und dann sehen wir uns hoffentlich da. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie die Karre aussieht. So Leute, also wir haben die Karre gesehen, ich denke mal, die Bilder sprechen für sich. Das kommt natürlich auf der Kamera so gar nicht rüber, tatsächlich. Ist halt nur eine alte GoPro. Aber wir werden auch mal, auf jeden Fall noch mal in Bad Salzuflen, werden wir noch mal ein richtig schickes Video drehen mit ordentlichen Kameras. Und dann seht ihr das Ganze. Wir quatschen mal kurz mit Sven, wie er das fand. Und dann würde ich sagen, passt das fürs Erste. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Bad Salzuflen auf der Custom Bike. Sven, ja. Ganz kurz, erste Reaktion, was sagst du? Abriss. Abriss, ne? Schon, glaube ich, ein kleines Tränchen auch schon gesehen, vorhin meine ich. Ja, genau. So. Genau. Nee, passt soweit, ne? Ja. Ich denke, das ist auch mal wichtig, wenn du dann echt auch sagen kannst, man ist so zufrieden insgesamt, ne? Und gerade du warst ja auch überwältigt halt. Und dann würde ich sagen, ja, dann sehen wir die Leute, auch Alex, sehen wir dann am Stand. Auf der Messe. Auf der Messe. Ja. Also Leute, in diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jump.